Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa hier auf dem pixelellen Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, erneut schauen wir uns die Formula Hybrid 2017 Mod an. Ich habe es ja bereits, als wir das letzte Mal diesen Mod angeschaut haben, schon versprochen. Ja, ich wage das Experiment. Ich versuche, dieses moderne Formelfahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife zu fahren. In die grüne Hölle oder auf die grüne Hölle oder durch die grüne Hölle oder ja, irgendwas mit grüner Hölle, Hölle halt, ne? Ja, dieser Versuch oder dieses Experiment wird wahrscheinlich das auch tatsächlich sein, denn ich weiß nicht, ob ich im Endeffekt nachher einfach nur ein leitblanken Testfahrer sein werde und jede Leitplanke hier mit schruppern werde oder vielleicht sogar gegen jede Erwartung einfach eine Rundenzeit fahren werde, die ja jenseits von gut und böse sein wird, oder vielleicht wird es auch so eine Mischung aus beidem. Also ich nehme nur jede zweite Leitplanke mit und zwischendrin sieht es alles ganz schnell und brutal aus. Ich glaube, ja, das klingt gut. Das Letztere wird es wahrscheinlich sein, denke ich. Wie auch immer. Ja, ich laber schon wieder viel zu viel Scheiße am Anfang, tut mir leid. Ja, wir gucken uns das Ganze nochmal an, natürlich die Mod. Es kam auch inzwischen ein Update für den Formula Hybrid 2017 raus, also passend zur Aufnahme eigentlich. Auf die kleinen Änderungen werde ich eingehen. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Wir gucken uns das Fahrzeug nochmal ganz kurz von außen an, denn hier haben wir jetzt natürlich eine Änderung. Nämlich das letzte Mal, als ich den Mod präsentiert habe, habe ich ja schon gesagt, es gibt zwei Versionen, also zwei Chassis-Versionen von diesem Mod. Einmal gibt es ja die ohne diese Haifinne und einmal eben mit der Haifinne. Und diesmal habe ich mich jetzt für die mit der Haifinne entschieden. Und zusätzlich habe ich mir dann noch eine Livery, ein Skin geladen von Race Department. Und zwar, ja, die aktuelle 2017er Toro Rosso Formel 1 Lackierung. Und die sieht, finde ich, auf diesem Formula Hybrid 2017 Mod perfekt geil aus. Außerdem muss ich sowieso sagen, dass ich die Toro Rosso Lackierung, die aktuelle, mit unter anderem als eine der geilsten, wenn nicht sogar die geilste Formel 1 Lackierung der aktuellen Saison empfinde. Ist natürlich absoluter persönlicher Geschmack und muss natürlich nicht mit deiner Meinung konform gehen. Ist aber auch egal, tut nichts zur Sache. Beide Mods, sowohl Formula Hybrid 2017 als auch das Livery Package hier, ist in der Videobeschreibung mit verlinkt. Gut, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in das gute Fahrzeug. Wir müssen nur jetzt hier bei mir das Lenkrad irgendwie richtig drehen, dass ich auch das richtige Knöpfchen erwische. So, zack, und da sitzen wir drin. Und ja, eine Änderung, die sie jetzt gepatcht haben, ist einmal hier das hier. Ja, wer sich ans letzte Video noch erinnert, das ging da nicht so ganz so sauber, das mit dem Drehen des Lenkrads. Da ist ja so ein bisschen kleiner Bug gewesen. Das haben sie jetzt mittlerweile gefixt. Des Weiteren haben wir aber einen kleinen Grafikbug hier auf der Nordschleife. Und zwar, ihr seht beim Display, das ist, macht so ein komische Flackereien. Das liegt tatsächlich an der Strecke, lustigerweise. Ich habe es auf mehreren Strecken getestet und da war nichts. Und auf dieser Strecke haben wir tatsächlich diesen Fehler. Und ja, unser guter YouTube-Kollege, der Duki von Abgefahren, liebe Grüße an dieser Stelle, der war schon so verrückt und hat den Formel Hybrid 2017 Mod gleich hier auf dieser Strecke getestet. Und da war derselbe Fehler. Also liegt irgendwie an der Strecke. Wahrscheinlich denkt das Display, Hilfe, keine Nordschleife, bitte nicht. Ja, oder so ähnlich. Aber während der Fahrt hier über die grüne Hölle wird das ja nicht weiter auffallen. Also ignoriert es einfach. Aber ja, ist auch ein kleiner Bug. Vielleicht wird es auch noch irgendwann mal gefixt. Des Weiteren, was ich vergessen habe zu sagen. Also ich fahre jetzt schon mal so ein bisschen gechillt. Ja, dass wir auch ein bisschen was Bewegbares sehen. Sonst laber ich echt wieder am Anfang viel zu viel. Das möchte ich nämlich nicht. Nee, was ich vergessen habe, das letzte Mal zu sagen bei der Mod-Vorstellung. Es ist tatsächlich so, dass je nach Chassis, welches man fährt, also das ohne die Hai-Flosse und einmal mit der Hai-Flosse, haben wir auch einen unterschiedlichen Motorensound. Also wenn ihr euch den Mod kauft, habt ihr zwei verschiedene Motorensounds zur Auswahl. Und wenn ihr die Motorensounds tauschen möchtet, könnt ihr das tun. Ihr müsst ja einfach nur die Sounddateien austauschen. Also könnte man theoretisch tun. Oder man macht es einfach so, wie es halt ist, dass halt eben die mit der Hai-Flosse halt diesen Sound hat. Und eben die ohne den anderen Sound, den wir das letzte Mal gehört haben. Allerdings, mit dem Update wurde der Sound des anderen Fahrzeugs nochmal ein bisschen überarbeitet. Der Turbolader-Sound wurde dort ein bisschen reduziert und auch nochmal so ein bisschen am Soundfile ein bisschen was gedreht. Dennoch muss ich sagen, finde ich persönlich tatsächlich den Sound dieser Variante, die wir jetzt fahren, tatsächlich ein bisschen besser, ein bisschen kerniger. Gefällt mir ein Tückchen mehr, muss ich sagen. Nachher werdet ihr das Ganze nochmal hören. Ich werde selbstverständlich eine stille Runde machen. Ja, stille Runde heißt, ich halte die Klappe und drehe den Spielsound voll auf, damit auch du mal in den Genuss dieses Sounds kommst von diesem Chassis, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, mal gucken, wie es dir so gefällt. Ich
bin auf jeden Fall mal gespannt. So, kein Ausritt machen hier, sondern erstmal hier schön gechillt fahren. Ja, des Weiteren wurden viele andere Kleinigkeiten noch gepatcht. Unter anderem das R-System wurde nochmal, glaube ich, ein bisschen überarbeitet. Und ja, so viele Kleinigkeiten. Oder zum Beispiel beim Boxenstopp ist es jetzt so, dass wenn man tatsächlich nachtankt, es tatsächlich nicht mehr so lang geht. Also man kann jetzt hier relativ schnell nachtanken, wenn man möchte. Ja, solche Sachen eben wurden da jetzt gefixt. Also ganz Kleinigkeiten. Aber ich finde es ja schon mal gut. Das zeigt ja schon mal auch, dass der Mod jetzt nicht einfach hier draußen ist und man kann ihn kaufen. Und ja, hier nochmal als Hinweis, es ist ein Bezahlmod. Und dann ist aber halt fertig, sondern tatsächlich, da wird weitergearbeitet. Und das ist ja auch immer so ein Faktor bei so Mods. Wie lange sind sie denn kompatibel? Denn wenn der Entwickler, also in dem Fall Kuno Simulazioni, Assetto Corsa updatet, müssen halt viele Mods halt auch wieder auf den aktuellen Stand gebracht werden. Und das ist natürlich gerade bei Bezahlmods, finde ich das dann schon wichtig, dass natürlich solche Mods dann auch aktuell gehalten werden. Da natürlich dieser Mod jetzt relativ neu ist und sehr aktuell ist, gehe ich jetzt auch mal stark davon aus, dass auf jeden Fall der Mod auch aktuell gehalten wird. Ja. Und ja, ansonsten kann man ja sowieso, oder habe ich ja schon beim letzten Video bei dem Mod gesagt, dass es schon ein sehr, sehr, sehr guter Mod ist. Sehr, sehr ja, ausgewogen in der Qualität. Also sowohl Sound, Fahrverhalten etc. pp. Alles sehr, sehr gut bei diesem Mod. Also ich denke mal, es ist Geld auf jeden Fall wert. Wie viel Geld ist natürlich dann immer so eine Sache. Aber das ist ja dann nochmal so ein Thema für sich. Ich zeige einfach das Ganze hier nochmal und wie sich das Ganze auch entwickelt hat. Und vor allem in erster Linie ist dieses Video halt natürlich dieses gewagte Experiment, dieses Fahrzeug über die grüne Hölle zu bewegen. Was jetzt hier so beim Chili-Vanilli-Modus fahren hier ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach. So, ans Karussell, das ist gar nicht mal so einfach, weil die Dinger ganz schön breit sind. Die 2017er Fahrzeuge. Ja, des Weiteren habe ich ja beim letzten Video mit dem Formula Hybrid 2017 auch in die, oder euch quasi gesagt, hey, wer sich da ein bisschen auskennt mit dem R-System, der darf mir das Ganze mal ein bisschen erklären, ja, weil ich da einfach gar keine Ahnung hatte. Und da haben tatsächlich einige was darunter geschrieben in die Kommentare und dafür erstmal an dieser Stelle nochmal Däumchen nach oben meinerseits und vielen, vielen Dank. Also ich glaube, so mittlerweile habe ich es tatsächlich ein bisschen verstanden. Vielleicht noch nicht ganz perfekt, aber ich habe es doch schon deutlich besser verstanden. Und deswegen werden wir heute auch ein bisschen mit veränderten R-System-Einstellungen fahren. Jetzt hier in der Chili-Vanilli-Runde ist es noch nicht so genau eingestellt, wie ich es gerne hätte. Wobei eigentlich schon ziemlich. Bis auf Charging werde ich es auf Low stellen. Warum und wieso ich diese Settings gewählt habe, werde ich dann eigentlich gleich erklären. Beziehungsweise ich erkläre es einfach mal. Und zwar ist es ja so, dass man pro Runde in der Formel 1 nur eine gewisse Energie abgeben darf. Ja? Also man kann nicht quasi das, was man Akku hat, ständig rausballern, sondern man ist halt verpflichtet, wie damals auch beim Care-System schon, eine gewisse Anzahl rauszuballern. Das seht ihr auch beim Lenkrad, das ist der gelbe Balken. Ja, wenn der aufgebraucht ist, dann ist es vorbei für die Runde. Der füllt sich auch erst dann wieder auf, wenn ich über Start-Ziel fahre. Ja, der blaue Balken links daneben beim Lenkrad, das ist quasi der aktuelle, tatsächliche aktuelle Akkustand. Rechts unten bei der Sidekick-App, um kurz um das zu erklären, ist der blaue, lange gezogene Balken. Unten ist auch der Akkustand. Und der rote, kleine Balken, kleine Strich sozusagen, ist quasi deckungsgleich mit dem gelben. Ja, nur, dass ihr das so ungefähr versteht. Das Ding ist allerdings, in Assetto Corsa ist es irgendwie so, dass eben dieser gelbe, das, was man pro Runde verballern darf, ist ja eben ja, irgendwie bei jeder Strecke gleich. Das heißt, auf eine Runde Nordschleife ist es natürlich relativ schnell aufgebraucht. Und deswegen habe ich die Settings so gewählt, dass ich auf sehr wenig Energierückgewinnung gesetzt habe, dafür aber halt auf viel Output zum Beispiel. Ich werde die einzelnen Systeme gleich nochmal durchgehen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir drücken einfach mal das Knöpfchen und geben mal volle Elektropower jetzt hier auf der Dördinger Höhe. Und dann gucken wir mal, was wir hier topspeed-technisch so draufkriegen. Weil das ist doch bestimmt auch mal interessant. So, und zwar machen wir jetzt erstmal Flügel runter und dann Feuer frei! Und ja, ich habe am Setup nichts an den Flügeln verändert, sonst würde da wahrscheinlich topspeed-technisch noch mehr gehen. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt hier mal, lass es mal nahezu alles Standard. Weil ich mich da auch tatsächlich noch nicht so wirklich reingefuchst habe mit dem Setup hier. Aber ja, geht schon ganz gut nach vorne. Ja, 3,37 so. Ja. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Schwung geholt hätte, wäre vielleicht 3,40 gegangen. Naja, nicht schlecht, auf jeden Fall. Oh, das war ein bisschen heftig hier angebremst, aber
Ging nochmal gut. So, jetzt stelle ich mal hier um. Und zwar, hier auf Low. Und zwar habe ich mir gedacht, ja, hier so maximal rausballern, also Medium oder High ist eigentlich Quatsch. Oder ein Qualifying Solar Setup ist eigentlich Quatsch. Deswegen reicht es ja, wenn wir immer so ein bisschen rausballern. Und wie gesagt, die Rückgewinnung habe ich jetzt nur auf 10%. Also die Recovery auf 1, das ist deckungsgleich zu 10%. Weil, das reicht eigentlich für ein paar Runden, ohne dass dann der Akku komplett leer geht. Ansonsten kann man immer noch auf 20 oder 30 erhöhen. Dann fühlt sich das auf die Runde gesehen trotzdem ganz gut wieder auf. Ja, den MGUH-Mode habe ich auf Motor gestellt. Das ist ja quasi der Generator, der einfach, wenn man fährt, sich auf oder quasi Energie erzeugt. Und diese Energie speise ich aber direkt wieder in den Motor zurück, weil man könnte sie auf Batterie stellen, dass auch die Batterie damit aufgeladen wird. Aber wie gesagt, wir können ja eh nicht so viel verballern, was Elektroenergie betrifft. Deswegen speise ich diese Energie, die da gewonnen wird, direkt wieder in den Motor zurück, um so mehr Speed zu generieren. Bei Engine Brake, das ist ja das, was eine zusätzliche Einspritzung bietet. Das heißt, da habe ich auch einen niedrigen Modus gewählt. Das heißt, es ist die maximale zusätzliche Spriteinspritzung, weil auf Spritverbrauch rauch scheiße ich heute extrem, wenn ich hier auf der Nordschleife unterwegs bin. Da habe ich dann lieber etwas mehr Abgase, die dann an den Diffusor geblasen werden, damit ich halt auch bei etwas langsameren Kurven etwas mehr Downforce erzeugt wird, um einfach ein bisschen mehr Stabilität auch in den langsameren Abschnitten zu generieren. So, das zu der Erst-Einstellung. Ich hoffe, es ist verstanden worden. Wer sich da jetzt überhaupt nicht geblickt hat, was ich damit ausgesagen wollte, der guckt sie vielleicht unter dem letzten Video in die Kommentare oder halt unter dem letzten Video mit dem Formula 2017 Hybrid, denn da haben, wie gesagt, einige etwas in die Kommentare geschrieben und das ganze Erstsystem mal ein bisschen näher erklärt, und ich glaube, ja, sehr verständlich, wie ich finde. Also zumindest für mein Verhältnis sehr verständlich. So, da sollte ich nicht anbremsen. So, ich versuche jetzt mal hier einfach mal eine Zeit zu setzen. Mal gucken, so in welcher Region dieses Fahrzeug sich bewegt. Das ist natürlich jetzt absolut noch nicht am Limit gefahren. Ich versuche jetzt hier einfach mal so ein bisschen Chili Vanilli und ein bisschen auf Nummer sicher einfach mal so eine Runde hier zu setzen. Und dann aufpassen. Und dann halt einfach mal gucken und dann so nach und nach sich vielleicht ein bisschen rantasten an die ganze Geschichte hier. Und vielleicht am Ende vielleicht mal ein bisschen mit mehr Risiko das Ganze versuchen. In der Hoffnung, wie eingangs erwähnt, dass ich eben nicht jede zweite Leitplanke mitnehme. Weil ich glaube, das kann es hier ganz schnell haben. Vor allem gerade auch diese Curbs und so weiter, die sind schon, ja, sollte man eher vermeiden. Gerade bei so einem Formel-1-Fahrzeug, was sehr, sehr, sehr flach liegt. Ich glaube, da reagiert es schon sehr, sehr giftig auf solche Curbs. So, Mutkurve mit über 300 km/h kann man halt einfach mal vollfahren bei so einem Fahrzeug. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, vielleicht zu den Reifen, die ich gerade aktuell drauf habe. Ich habe hier die Soft-Reifen drauf. Das heißt, Formel 1 typisch sind es ja die mittleren Reifen. Also wir haben ja Ultra-Soft, das ist die weicheste Mischung. Danach kommen die Super-Soft. Und dann die Soft, die wir jetzt aktuell drauf haben. Und anschließend kommen die Medium und dann die harten Reifen. Ich habe mich jetzt einfach mal für die Soft entschieden, weil die halt einfach so Standard sind. Ich hoffe mal, dass von der Reifenabnutzung das eigentlich passt oder sollte eigentlich passen. Vom Sprit habe ich jetzt ungefähr so viel dabei, dass es für 4 Runden reicht. Allerdings werde ich nachher sowieso noch in die Box fahren, weil ich würde sagen, wir ziehen nachher einfach mal noch weichere Reifen drauf. Und dann gucken wir noch mal, ob da noch ein bisschen mehr geht. So, jetzt aber erstmal hier schön geschmeidig. Ey, das ist so krass. Ich fahre hier gefühlt überhaupt nicht am Limit. Also ich versuche jetzt echt hier ganz geschmeidig auf Nummer sicher durchzufahren. Und trotzdem, achtet mal einfach auf diese Kurvengeschwindigkeiten. Das ist einfach so unglaublich. Also, ich sag mal so, ich kann schon verstehen, warum die Formel 1 nicht mehr auf der Nordschleife fährt. Weil das wäre einfach nur lebensmüde. Jetzt ohne Flachs. Das ist einfach nur lebensmüde. Aber zum Glück gibt es ja sowas wie Assetto Corsa. Da haben wir eine lasergescannte Nordschleife. Und dann gibt es noch so eine geile Modding-Community, die uns einfach mal so ein 2017er Formelfahrzeug hinstellt. Und dann können wir dieses Experiment doch einfach mal wagen, ohne unsere eigene Haut zu riskieren. Oder mehrere Millionen Euro, Dollar, was auch immer, Pfund. Je nach Währung, die ihr es haben wollt. So, jetzt gucken wir nochmal, dass wir hier auf die Döninger Höhe gehen. So, da haben wir schon ein bisschen verbraucht. Wir haben gar nicht mehr so viel Akku, merke ich gerade. Also vielleicht sollten wir doch mal jetzt hier das ein bisschen erhöhen, die Recovery. Mal vielleicht auf 30%, dass wir wieder ein bisschen was reinkriegen.
Wir haben ja nämlich tatsächlich nicht mehr so viel, da ich halt am Anfang viel verballert habe, da ich die Sache ja manuell rausgeblasen habe auf der Böttinger Höhe, ist das halt natürlich so eine Sache. So. Jetzt gucken wir mal, was für eine Zeit es ungefähr ist. Bin ja mal gespannt. Jetzt nur hier die letzte Bremsung nicht verkacken. Mit Gefühl hier rum. Ja, eine 5,24 einfach mal so Chili Vanilli gefahren. Alles klar. Kann man mal machen. Ich sag mal nur, Porsche 918 Spyder freut sich ein Keks, dass er unter 7 Minuten mit einer 657 hier fährt. Und wir fahren hier einfach mal so Chili Vanilli mit so einem Fahrzeug. Unter 5 Minuten 30. Ja, kann man ja mal machen. Gut, klar, nicht miteinander zu vergleichen. Das ist ein Formelfahrzeug, Rennfahrzeug, das andere ist ein Straßenfahrzeug. Aber trotzdem, aber die Relation, das ist einfach nur krank. Ja, dann gucken wir mal, was geht, ja. Versuchen wir mal nochmal eine Schippe draufzulegen. Nochmal eins mehr, ja. Versuchen wir es einfach mal. Gucken, was geht. Ich bin gespannt. Übrigens, ja, Flugplatz und so weiter, das geht alles voll. Genauso auch Schwedenbeutz, ohne Probleme, einfach mal vollfahren. So, im vierten Gang. Mit 165 km/h einfach da mal rum. Warum auch nicht? So ein alter VW Polo wäre froh, wenn er 160 fahren würde. Hier fahren wir es einfach um die Kurven. Einfach nur krank. Einfach nur krank. Das ist so heftig. So, geht es voll hier? Ja, na klar geht es voll. Was frage ich denn? Da geht alles voll. Wahrscheinlich geht gleich die Spiegelkurve und die dreifach rechts auch voll. Das probieren wir gleich mal aus. Könnte jetzt auch gleich schief gehen. Vielleicht muss ich auch lupfen. Aber gucken wir einfach mal, oder? Spiegelkurve. Ja, geht voll. Dreifach rechts. Oh, ja, da muss man ein bisschen mehr am Lenkrad reißen. Aber, ja, geht voll. Und ist mal ein bisschen verbremst. Aber geht voll, ja. Also nur noch so ein Hinweis. Alter Schwede. Ja, also da könnte man, glaube ich, tatsächlich mit dem Flügel ein bisschen runtergehen. Also man könnte es tatsächlich von der Aerodynamik ein bisschen mehr auf Topspeed auslegen. Und dann, wenn man mit dem Supersoft oder mit dem Ultrasoft hier fährt, alter Verwalter. Also wenn man hier Rekordrunden fahren will, da könnte man, glaube ich, schon richtig was rauskitzeln. Und ich denke auch mal, so richtige Freaks, die fahren hier unter 5 Minuten vielleicht. Oder nicht vielleicht, ich gehe da stark davon aus. Allerdings muss man auch bedenken, wenn ich jetzt rechts unten auf den Reifenverschleiß achte, ich glaube, die Ultrasofts, die bauen hier schon richtig krass ab. Also ich glaube, die sind nach einer Runde sind die schon richtig runtergebrutzelt. Aber, ja, mal gucken. Ich überlege es mir noch, ob wir das Experiment mit den, gleich nachher, wenn wir in die Box fahren, mit den Ultrasofts oder mit den Supersofts probieren. Das weiß ich jetzt noch nicht. Schauen wir gleich mal. So, Hutkurve, wie schon gesagt, geht voll mit über 300 km/h, natürlich. Das, was quasi GT-Rennfahrzeuge mit knapp über 200 hier durchballern, fährt halt dieses Fahrzeug nochmal mit 100 km/h mehr durch die Kurve. Warum auch nicht? Die G-Kräfte spüren wir hier ja zum Glück nicht. Ja, und das ist ja auch, das fand ich auch echt bemerkenswert, beim Australien Grand Prix jetzt, in der echten Formel 1, die sind zum Teil durch die Kurven mit bis zu 8G, also achtfachen Körpergewicht durch die Kurven geballert. Ey, stellt euch das mal vor. Also da muss man schon körperlich schon richtig fit sein, wenn man da Formel 1 Pilot sein will in der heutigen Zeit. Also das ist schon echt heftig. Also ich denke mal, ihr alten Playboys von damals mit ihren Saufexzessen, die hätten wahrscheinlich gekotzt bei solchen viel Belastung. Gut, ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass denen vielleicht übel geworden wäre, weil die sind zum Teil nicht so fit gewesen, diese Riege dieser professionellen Formel-1-Rennfahrer, also die auch echt extrem auf Ernährung, Sport und so weiter geachtet haben, kam ja eigentlich erst so dann mit Senna und Schumacher, diese Ära. Davor waren das ja noch echt die Playboy-Ära und ich glaube, ja, bei so einer körperlichen Belastung, ja, der hätten da, glaube ich, schon echt ihre Probleme gehabt, würde ich mal behaupten. Aber natürlich, ich kann ja viel behaupten, stimmen muss es natürlich nicht. Einfach mal eine These aufgestellt. So, fahren wir mal weiter hier. Geht es voll hier? Ja klar, das geht voll. Alles klar, easy. Ey, das ist ja krank. Ich fühle mich schon fast wie diesen
dieses Red Bull Prototyp-Konzeptfahrzeug, was es ja bei Gran Turismo gibt, beziehungsweise hier als Mod gibt. Das sind wir ja auch schon mal drüber geprügelt. So fühlt sich das hier schon fast an mit dem Fahrzeug. Gut, jenes Fahrzeug war nochmal ein bisschen übler, meiner Meinung nach, aber trotzdem heftig. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier drauf kriegen. Da habe ich jetzt vorher gar nicht drauf geachtet, wenn wir nicht das Knöpfchen drücken. Weil jetzt ist ja unser Akkustand oder unsere Akku oder unsere Energie, die wir pro Runde verballern dürfen, weg. Und da kriegen wir 3,25. Also knapp 15 km/h langsamer. Aber ich glaube, in der Summe ist es schneller, quasi so wie es jetzt eingestellt ist, dass ich halt über die Runde verteile die Energie, verbrauche nicht alles erst auf der Dödinger Höhe. Würde ich jetzt mal behaupten. So, aber bremsen wir mal ein bisschen ab hier. Zweiter Gang. Dann kurz den dritten. Zweiten und hier rum. 5,20, nochmal 4 Sekunden rausgeholt. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich würde sagen, ich habe euch ja eine stille Runde versprochen. Habe ich euch die versprochen? Ja, ich glaube, ja, doch, ich habe die euch versprochen. Um euch den anderen Modus auch mal zu geben, würde ich jetzt sagen an dieser Stelle, ich halte die Fresse und ich gebe euch auf dem Weg zurück in die Box einfach mal eine stille Runde und ja, wünsche euch, oder dir besser gesagt, viel Spaß beim Zuhören.
Jo, ich würde sagen, ja, klingt auch gar nicht so schlecht. Ich hoffe, die verschiedenen Perspektiven und Soundkulissen haben euch Spaß gemacht. So, ich habe jetzt mal eingestellt, Ultrasoft, ich probiere es mal, habe jetzt nochmal Sprit für 2 zusätzliche Runden eingestellt, was jetzt nachgetankt werden soll. Und Kamerasicht werde ich gleich wieder auf die normale Cockpit-Sicht ändern. Ich finde die zwar tatsächlich so ein bisschen authentischer. Ihr seht auch die, ja, die Boxencrew macht das jetzt ganz, ganz schnell, wie eigentlich in der echten Formel 1. Ich werde aber jetzt trotzdem nicht gleich losfahren wie beim richtigen Boxenstopp, sondern ich werde die Recovery wieder auf 10% runterstellen und oder soll ich mal in der Sicht fahren? Ich weiß es gar nicht, soll ich mal, die Sicht ist auch geil, sind beide Sichten geil, ach, nee, komm, wir nehmen die, die ist eigentlich authentischer, vor allem weiß ich, dass YouTube bei diesen schnellen Bewegungen, also der YouTube-Codec, also kurz zu erklären, wenn ich ein Video aufnehme und hochlade, ist es natürlich in super Qualität. Allerdings versucht natürlich YouTube, die Videos immer zu komprimieren, um Speicherplatz auf deren Server zu sparen. Deswegen sind halt Videos mit sehr schnellen Bewegungen, zum Beispiel halt bei so einem Formel-1-Fahrzeug, auf der Nordschleife halt auch noch, sind halt oftmals von der Qualität nicht so gut. Ja, das werden wir wahrscheinlich schon festgestellt haben in diesem Video. Und wenn ich sowas habe, wo circa 50% des Bildes mehr oder weniger gleich bleiben, nämlich in dieser Cockpit-Sicht, dann ist die Qualität eigentlich besser, sollte sie jetzt besser sein, wie eben halt in dieser Sicht, bei schnellen Bewegungen halt selbstverständlich. Und deswegen glaube ich, um euch diese Atmosphäre ein bisschen besser bieten zu können, mache ich oder bleibe ich mal in dieser Sicht. So. Und jetzt fahren wir mal hier mit den Ultrasoft, die natürlich höchstwahrscheinlich nach dieser Outlap schon nahezu kaputt gefahren sind. Versuche ich jetzt trotzdem mal ein bisschen schneller zu fahren. Mal gucken, was so geht mit den Ultras. Ich meine, mit dem normalen Soft ging ja schon die Luzi ab. Aber ich glaube, hier geht dann nochmal ein bisschen mehr, was Kurvenspeed betrifft. Es fährt sich auf jeden Fall deutlich angenehmer durch die Kurven. Ich meine, ich glaube mal, wenn man halt eine richtig kranke Rekordrunde will, müsste man quasi den Reifenverschleiß und den Spritverbrauch ausstellen und so weiter. Dann könnte man natürlich halt richtig krasse Dinger hier drehen. Aber ich will es ja schon noch ein bisschen Realismus wollen wir ja schon noch hier dabei haben. Deswegen, es war ein bisschen zu spät jetzt. Deswegen lassen wir das aber alles mal drin, den ganzen Verschleißkrams. Und ja, zum Abschluss dieses Videos dann natürlich gleich nach dieser Outlap werde ich dann versuchen, ja, nochmal gucken, was geht. Also ich versuche wirklich am Limit zu fahren. Das kann natürlich schief gehen. Das heißt, ich fahre hier irgendwo neben raus, aber ich versuche wirklich mal, vielleicht nicht, sagen wir mal 90% Limit. Ja, sagen wir es mal so. Also 100% Limit traue ich mich dann doch mal nicht zu. Da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen die Erfahrung mit dem Fahrzeug auf dieser kranken Strecke. Aber so, sagen wir mal 90% ans Limit würde ich schon versuchen ranzukommen. Jetzt dann gleich. Ob das natürlich dann gelingt? Ja, da werden wir dann gleich noch sehen. Jetzt erstmal hier die Outlap ein bisschen sich rantast. Also das ist schon krass. Mit Ultras hat man schon deutlich mehr Grip. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht zu sehr abbauen bis zur fliegenden Runde. Aber sonst ist es eher der gegenteilige Effekt wahrscheinlich. Aber trotzdem schon krass. Wir sind eine 5:20 gefahren. Das ist einfach nur krank. 5 Minuten 20, ja. Und wie gesagt, da will nicht wissen, was da sonst noch so geht. Wenn man das ja so ins absolute Limit ausreizt. Habe ich jetzt noch keinen größeren Abflug. Das nimmt mich selber Wunder. Bei so einer Höllenmaschine, auf so einer Höllenstrecke. Aber ja, ich sollte es nicht verschreien. Gucken wir mal. Ja, Karussell ist halt wirklich so eine Sache. Sich da perfekt reinzulegen mit dem Fahrzeug ist gar nicht so einfach. Auch bei hier beim Rausbeschleunigen. Ja, ich werde natürlich jetzt bei der letzten Runde auch ein bisschen stiller sein, schätze ich mal. Ja, aber wenn ihr das Fahrzeug gerne nochmal sehen wollt, weil ist ja eigentlich auch ein cooles Fahrzeug auf einer bestimmten Strecke oder so, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn du sagst, jawohl Ray, pack mal dieses Fahrzeug auf die oder die Strecke. Würde mich interessieren, wie sie da so performt oder dieses Fahrzeug da so performt, dann ja, schreibt einfach mal in die Kommentare. Vielleicht auch mal so eine kleine gechillte Multiplayer-Folge, hätte ich auch mal Bock. Ich wüsste zumindest mal ein paar Leute, die den Mod ebenfalls sich erworben haben. Vielleicht kriegt man da ein kleines Trüppchen zusammen, dann könnte man vielleicht auch mal eine Multiplayer-Folge mal vielleicht damit machen. Wäre bestimmt auch mal interessant.
mal so im Multiplayer sich so ein bisschen gegenseitig so dieses Hybrid-Formel-Fahrzeug so um die Ohren zu fahren. Ja? Also im positiven Sinne nicht jetzt hier kaputt fahren, sondern du weißt schon auch, was ich meine. So. Stefan Bellof S. 300 km/h einfach mal durchballern, warum auch nicht. Das ist so krass, wie schnell man hier durchprügeln kann. So, jetzt hoffe ich mal, die Reifen passen. Sidekick-App sagt, die sind schon ziemlich am Arsch, aber Sidekick-App sagt vieles. Ich stelle mal die Recovery auf 0%. Ich scheiß auf die Rückgewinnung jetzt. Ich will jetzt maximale Power haben. Und dann bin ich ja gleich mal gespannt, was da so geht. Weil ein bisschen Rückgewinnung brauche ich, glaube ich. Aufpassen. Die schalte ich nachher dann ab nach dem Flugplatz. So. Da hätte ich ein Tickchen früher bremsen müssen. Aber das mit dem Bremspunkt mache ich hier natürlich absolut nach Gefühl. Das ist so krass, Alter, die Geschwindigkeit. Das muss ich mal vorstellen. So, jetzt machen wir es aus. Jetzt heißt voll Energie auf Attacke hier. So krank. Nein! Gerade noch abgefangen, aber das hat jetzt leider voll viel Zeit gekostet. Aber zum Glück nicht verloren. Tick zu früh runtergeschaltet. Oh, der innere Körper. Nein, ich hab's mir noch gedacht. Der Drecks innere Körper. Komm. Ich hab's mir noch gedacht, der scheiß Drecks innere Körper, den hätte ich nicht mitnehmen sollen. Und dann, als ich ein bisschen aufs Gas bin, da war dann das Ding schon so unruhig. Scheiße. Ja, jetzt sind wir vom Delta gerade langsamer sogar. Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich mal 4 Sekunden. Hey, Mann, das ist ärgerlich. Aber vielleicht kriege ich es noch mal ein bisschen gerettet. Komm. Das macht unglaublich Laune. Der Fehler ärgert mich aber trotzdem. Unglaublich. Ja, man merkt schon, dass die Reifen schon abgebaut haben, auf jeden Fall. Aber sie dürfen trotzdem noch ein bisschen was hergeben. Ja, wir haben das Delta auf jeden Fall schon mal wieder besser gestellt, aber trotzdem ärgerlich. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einfach so einen Eindruck davon bekommt, was für unglaubliche Geschwindigkeiten das hier sind. Boah, gefährlich. Kurz aufgesetzt.
Na, da hätte ich in den Fünften bleiben können. Ja, nicht optimal hier rumgefahren, das Ganze. Von den Gängen und von den Einlenkpunkten. Am Ray jetzt die letzten paar Kilometer krieg ich auch noch hin. Nein, ich Idiot, ich denk's mir noch gerade. Nein, ich denk's mir noch gerade. Nein, 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 nein. Warum fahre ich da so? Ich dachte gerade noch, warum fahre ich... Ah! Kennt ihr das? Ihr merkt, okay, warum bewege ich mich dahin? Dann passiert's und dann kommt, ja, der andere Effekt und man verkackt's. Verdammt! Das ärgert mich jetzt. Das wäre richtig krass abgegangen jetzt noch. Und wir hatten, glaube ich, wieder 3 Sekunden Delta besser auf der Uhr. Also, je nachdem, wenn ich es geschickt angestellt hätte, hätten wir bestimmt nochmal 10 Sekunden rausgeholt und dann wären wir bei einer 5 Minuten 10 oder so gewesen. Stellt euch das mal vor, was für eine kranke Zeit das einfach wäre. Oh, jetzt bin ich aufgesessen sogar. Oder? Ah, ich krieg's noch weg. Naja, egal. Ich würde trotzdem sagen, ich beende das Ganze. Ich glaube trotzdem, dass du einen super, super Eindruck bekommen hast, was ja mit dem Fahrzeug geht. Oder vielleicht mache ich das auch so. Ich probier's mal. Das soll jetzt keine Aufforderung sein an die ganzen Hotlapper da draußen oder Profis oder sonst was, sondern ich möchte dir einfach mal eine richtig geile, krasse Runde zeigen. Und ich würde einfach sagen, beende jetzt hier erstmal die Aufnahme für mich, werde jetzt aber hier am Anschluss einfach als Bonus nochmal eine schnelle Runde dranhängen. Ungeschnitten, beziehungsweise geschnitten, also der Anfang und das Ende ist geschnitten, aber die eine Runde voll ohne Schnitt. Und mal gucken, was für eine Zeit geht. Vielleicht schaffe ich ja tatsächlich diese 5 Minuten 10, vielleicht schaffe ich die tatsächlich. Ich werde aber den Reifenverschleiß und den Spritverbrauch ausstellen, also wirklich um maximalen Grip zu gewährleisten, um einfach mal zu schauen, was so rein theoretisch übertrieben möglich wäre und einfach um die Assetto Corsa Physik an ihre Grenzen zu bringen. Ich glaube, das formuliert es eigentlich perfekt. Ja. Ich hoffe, du wirst gleich viel Spaß dabei haben. Ich werde wahrscheinlich 100.000 Millionen Versuche brauchen. Ich versuche einfach nur den besten Versuch. Ja. Also es könnte sein, dass ich nicht so perfekt bin. Ja, und ihr, ja, an die ganzen Hotlapper da draußen, okay, von mir aus seht es als Herausforderung und zeigt mir in einem von euren Videos, was ihr für eine kranke Zeit unter 5 Minuten schafft. Und ja, unter 5 Minuten braucht ihr gar nichts einschicken. Ja, oder zeigen, weil das ist das Mindeste, was ich verlange von richtigen Hotlappern, was ich nämlich nicht bin, zum Beispiel. Deswegen fahre ich über 5 Minuten 10. Aber 5 Minuten 10 oder 5 Minuten 11 würde ich schon ganz gern hinbekommen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich würde einfach sagen, bis gleich. Viel Spaß mit den letzten paar, mit der letzten Runde. Ich bin raus jetzt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal in Assetto Corsa. Ciao. Wuhi.